herzlich willkommen zum neuen Video. Das ist so der erste Vlog, den ich mal versuche zu machen. Ich dachte mir, komm, wenn ich wieder mit YouTube weitermache, habe ich einfach mal Bock auf sowas. Kann man ja auch mal machen, ne? Einfach mal ohne Plan irgendwas reinreden. Einfach mal zeigen, wie der Tag so ist. Dass es nicht immer das Studio sein muss und so weiter. Deswegen dachte ich mir, komm, geht man mal irgendwo hin. Oder in die freie, schöne Natur. Ich bin jetzt gerade in der Nähe von Helsa. War ich vorher auch noch nie. Ist halt auch ziemlich cool hier, finde ich. Oder ich finde es ja generell immer geil, in der Natur zu sein. Weil man halt einfach mal so richtig runterfahren kann. Wenn ihr in der Stadt seid oder überall, wo ihr ständig Eindrücke habt, wo ihr ständig irgendwas wahrnimmt, dann merkt ihr gar nicht mehr, welchen welchen Reizüberflutung ihr eigentlich ausgesetzt seid. Wenn ihr dann mal in der Natur wart, da schaltet euer Körper irgendwann oder euer Kopf irgendwann so aus, so ab, dass ihr erstmal merkt, wie entspannt man sein kann, wenn nur die Natur auf euch nüchtern wirkt. Das ist halt mal was ganz verhältnismäßig anderes, als ständig vom PC zu hängen oder irgendwo anders zu sein. Ne? Ne? Und wenn ihr einfach nur in die freie Natur geht, finde ich, dass man einfach, ja, dass eine Art Entspannung losgeht. Insofern, dass ihr einfach den Kopf auskriegt. Ja? Und ja, mich fragen ja auch immer wieder Trainierende, ja Lars, wie kann man denn überhaupt entspannen und so weiter. Aber es geht halt eben im Kopf los. Ich habe halt auch Leute mal geholfen, die mir gesagt haben, ja hier, ich gehe baden, dadurch entspanne ich. Aber überlegt doch mal, wenn ihr in die Badewanne geht, habt ihr eine Riesenhitze. Ihr erschöpft, ihr seid hinterher erschöpft, seid müde und denkt, das ist Entspannung. Aber eigentlich ist es das gar nicht, beziehungsweise eigentlich ist die Entspannung eher der Moment, wenn man aufhört zu denken. Wenn man einfach nur ist, wenn man einfach nur wahrnimmt, ohne zu überlegen, ohne irgendwas in irgendwas rein zu interpretieren, ohne Emotionen. Ja. Das hat auch eine super geile Gegend hier. Kann ich euch mal zeigen. Was ist es? Schönste Jahreszeit. Ja, schon, ne? Kann man so sagen. Mit die schönste. Hier die Jahreszeit, das finde ich auch. Es ist vor allen Dingen einfach mal herrlich, dass hier einfach mal niemand ist. Ja, auf jeden Fall. Das ist einfach mal totale Platz, Ruhe. Ruhe, ja, genau. Jetzt bräuchte man nur noch ein Fahrrad. Ja. Aber mal gucken. Das wird schon noch. Vor allem, ich habe mich so an das Barfußlaufen gewöhnt, dass ich kaum noch die Steine so in irgendeiner Weise negativ wahrnehme. Ne? Wolltest du da lang gehen oder wolltest du hier lang gehen? Bei mir ist es egal, wir können auch da lang gehen. Ja, dann gehen wir da lang. So, und schon ist man wie bei Hänsel und Gretel hier bei der Hexenhütte angekommen.
gefährlicher Steinschlag. Dann haben manche Leute, glaube ich, auch so. Das ist natürlich echt geil, ne? So, dann wollen wir mal weiter gehen, ne? So, auf geht's. Also, wenn man sowas hier sieht, denkt man doch, glaube ich, auch, dass hier irgendwie, dass die hier einen warnen wollen, dass hier Fahrradfahrer sind und Exhibitionisten, oder? Naja. So, jetzt haben ich und Sebastian und ich uns nochmal entschieden, dass wir nochmal zu den Windrädern gehen. Die Leute, die mich kennen, die wissen ja, dass ich sehr flugzeuginteressiert bin oder generell irgendwo so an Dingen, die sich bewegen und sehr riesig sind. Und von daher unbedingt mal hin und sich das mal anschauen. Finde ich irgendwie geil. Ich weiß nicht warum, aber ich finde es geil. Ich glaube, Lars braucht wieder ein bisschen mehr Cardio. Und wir kommen näher. Das ist total faszinierend, beeindruckend, ey. Wahnsinn. Alter Schwede. So, mal ein bisschen vorspulen. Das ist schon. Das geht schon. Also es ist ja echt Wahnsinn, ne? Wenn man so, sag mal, so von 2 Kilometer drauf guckt, denkt man schon, ist das Ding riesig. Wenn man davor steht, denkt man, bitte kipp nicht um. Wahnsinn, ey. Richtig, richtig geil. Hammer. Und was denkt der Flugzeugfreak wieder, wenn er auf die Rotorblätter guckt, natürlich an Tragflächen, aus welchem Grund auch immer. Ach du Scheiße. Also ich kann noch nicht mal so richtig lange drauf gucken, weil mir sonst echt schwindelig wird. Wahnsinn. Einfach nur Wahnsinn. Ja, kaum gucke ich hoch, schon fangen meine Beine an zu zittern. Einfach nur geil. So. Und auf den Weg zurück. Und Gas geben!
wieder. Ich habe gerade erst gehört, dass ich wieder. Na, was soll ich sagen? Ich habe gerade erst gedacht, dass ich wieder irgendwelche Triebwerke höre. Nein, was ist es? Es ist der Luftstrom an den Rotorblättern. Ja, das ist wieder Lars, wie er leibt und lebt. Also, wir sind jetzt gerade. Oder wir sind insgesamt jetzt 4 Kilometer durch den Wald gegangen, auf weichem Boden. Und ich hatte noch nie so ein Gefühl in den Füßen wie jetzt gerade. Vielleicht seid ihr schon mal 6 Stunden lang shoppen gewesen und merkt dann eure Füße total so, ja, feste und etwas verkrampft. Ja, so ein bisschen brennend auch. Es ist einfach nur der Wahnsinn, ey. Also irgendwie übel und irgendwie auch mega, mega geil. Also, ne? Sehr herrlich. So, jetzt geht's wieder zum Parkplatz und dann geht's irgendwo hin was essen. Bis später. Und bis zum nächsten Video. Ciao.